Ein neuer Jadon für den BVB. Nach Jadon Sancho könnte das nächste Juwel von Manchester City nach Dortmund wechseln. Jadon Braaf, 18 Jahre alt, Niederländer. Laut Bild und mehrerer englischen Medien will der BVB das Supertalent verpflichten. Braaf spielte in der Jugend unter anderem für Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven. 2018 wechselte er nach England zu Manchester City und überzeugt dort im Nachwuchsteam. In der letzten Saison wurde der Außenstürmer sogar zum U23-Spieler des Jahres gekürt. Für Pep Guardiola scheint das aber noch lange kein Grund zu sein, ihn auch bei den Profis einzusetzen. Zwar darf der 18-Jährige teilweise mit der ersten Mannschaft trainieren, auf sein Profidebüt wartet er aber bisher vergeblich. Und das gefällt dem Flügelflitzer überhaupt nicht. Er müsse wohl erst 100 Tore machen, um sein Profidebüt zu bekommen, ärgerte er sich schon vor rund einem Jahr auf Snapchat. Und noch ein weiteres Jahr will Braaf wohl auf keinen Fall warten. Ich hoffe, ich kann in der kommenden Saison in einer ersten Mannschaft spielen. Ob bei Manchester City oder woanders, werden wir sehen. Genau so erging es vor einigen Jahren auch Jadon Sancho. Der flüchtete damals nach Dortmund, um den Durchbruch zu schaffen. Das ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden. Auch Braaf ist Außenstürmer mit hohem Tempo und überragender Ballbehandlung. Er kann sowohl auf links als auch auf rechts wirbeln. Und auch in Sachen Lebensstil scheinen die beiden dieselben Interessen zu haben. Genau wie Sancho protzt auch Braaf gerne mit dicken Klunkern, Autos und Mode. Die beiden haben sogar denselben Friseur. Und wenn Dortmund wirklich zuschlägt, könnte Braaf genauso wie Sancho den Durchbruch bei den Borussen schaffen. Ein kleines Detail wäre dann aber wohl doch anders. Sollte Manchester City Braaf wirklich ziehen lassen, dann wohl nur mit Rückkaufoptionen.